Zu einem anderen Konflikt. Wir haben darum gebeten und wir bekamen die Zusage zu einem Interview mit einem der mächtigsten Männer des Nahen Ostens. Jedenfalls, wenn man der türkischen Regierung und Präsident Erdogan glauben kann. Der beschreibt seinen alten Kampfgefährten Fethullah Gülen als eine Art Finsterling aus einem James-Bond-Film. Einen eigenartigen alten Herrn, der in der Lage ist, aus einem Haus in den Bergen Pennsylvanias die türkische Gesellschaft zu unterwandern. Alles. Presse, Bildung, Polizei, Justiz, Militär. Und dann Strippen zu ziehen, die einen mörderischen Militärputsch auslösten. So einen Mann will man kennenlernen. Bevor wir über Kamran Safjarians Begegnung mit Gülen berichten, hier ein Überblick über das, was man von Gülen und seiner Organisation weiß. Für die einen ist er der Prediger eines modernen, eines gemäßigten Islams. Für andere ein Staatsfeind, einer, der den Umsturz in der Türkei anstrebt, Fethullah Gülen. Die Nacht vom 15. Juli 2016. Teile der türkischen Armee versuchen einen Putsch, besetzen zunächst strategisch wichtige Punkte, dann werden sie zurückgeschlagen. Der Putsch scheitert und für Staatspräsident Erdogan ist sofort klar, der Putschversuch ist im Ausland angezettelt worden und er meint damit Fethullah Gülen und seine Anhänger. Wir müssen die Organisation mit allen ihren Mitgliedern offenlegen und wir werden sie im Rahmen der Gesetze vernichten. In den Tagen nach dem Putschversuch werden in der Türkei Zehntausende verhaftet, Soldaten, Polizisten, aber auch Unternehmer, Beamte, Richter, Journalisten, Männer und Frauen, alle unter dem Vorwand, der Gülen-Bewegung anzugehören. Gülen selbst gibt sich unpolitisch, will nur als frommer Geistlicher gesehen werden mit der Botschaft eines modernen Islams, basierend auf Bildung. Millionen sollen ihm und seiner Bewegung Hizmet folgen, doch viele werfen ihr auch Intoleranz, fehlende Transparenz und sektenähnliche Strukturen vor. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass das Islamverständnis Fethullah Gülens kein modernes, liberales Verständnis ist, sondern ein konservatives, türkisch geprägtes Islamverständnis, das weitestgehend übereinstimmt mit dem von Staatspräsident Erdogan. Das heißt, in den inhaltlichen Zielen stehen sich die beiden nicht fern. Was in der Türkei sich abspielt und auch weltweit inzwischen, ist ein Machtkampf zwischen diesen beiden Figuren. Seine eigentliche Macht sieht Gülen aus einem weltweiten Netzwerk aus Medien, Banken und Bildungseinrichtungen. Er unterhält eine Nachrichtenagentur, Zeitungen, Radio- und TV-Sender. Gülens Bewegung hat Einfluss. Seine Anhänger gehören zu den Eliten im Land, sitzen an vielen Schaltstellen des Staates. Für den türkischen Präsidenten Erdogan aber unterwandern sie den Staat, für dessen Macht eine ernste Gefahr. Seit Jahren drängt er daher Gülen-Leute zurück. Seit dem Sommer mit besonderer Härte. Fehlt nur Gülen selbst. Von den USA, wohin der islamische Prediger bereits 1999 geflohen ist, fordert Erdogan nun die Auslieferung seines Feindes. Im Kern ist das ein Duell zwischen zwei Männern. Erdogan wirft Gülen vor, den Militärputsch organisiert zu haben. Gülen umgekehrt behauptet, Erdogan habe den inszeniert, um die volle Macht im Land zu ergreifen. Von Erdogan haben wir nun schon viel gehört, von Gülen hören wir jetzt. Um ein paar Dinge gleich zu klären, vor dem Bericht und dem Interview von Kamran Safjarian, dieses Gespräch kam auf unsere Anfrage zustande. Es gab keine Vorbedingungen, es gab keine Vorschriften darüber, was gefragt werden kann und wie. Das hätten wir auch nicht akzeptiert. Und die redaktionelle Behandlung, das heißt die Auswahl der Interviewteile in dem Bericht, lag allein bei uns. Auch Gülen und seine Leute werden das hier zum ersten Mal sehen. Wir sind in Pennsylvania, 2 Autostunden von New York entfernt. Hier in Salisburg in den Pocono Mountains lebt der türkische Staatsfeind Nummer 1, Fethullah Gülen. Er gibt dem ZDF ein Exklusivinterview. Der 75-jährige Herrscher über ein Milliardenimperium zeigt uns seine Privaträume. Hier stehen Gläser mit Heimaterde aus der Türkei, sagt er. Bescheiden lebt und arbeitet er hier, so wird es uns vorgeführt. Ein kleines Zimmer samt Gebetsteppich, ein Koran, ein kleines Bett. Ob er in dem großen Anwesen andere Zimmer bewohnt, wir wissen es nicht. Fast eine Stunde lang stellt sich Gülen unseren Fragen, obwohl es ihm gesundheitlich nicht gut geht. Der türkische Präsident wirft Ihnen ja vor, Drahtzieher dieses Putschversuches oder dieses Putsches zu sein in der Türkei. Die Staatsanwaltschaft fordert zweimal lebenslänglich, 1900 Jahre Haft. Hatten Sie Ihre Hände im Spiel? Ist da was dran? Uluslararası
Eine internationale Organisation soll die Sache untersuchen. Wenn Ihre Vorwürfe stimmen, dann akzeptiere ich mit Kusshand, was Sie fordern. Aber weder ist es Ihnen gelungen, irgendetwas Handfestes vorzuweisen, noch können Sie eine Antwort auf meinen Vorschlag geben. Deswegen sind das alles bloße Behauptungen. Keine Verantwortung für den Putschversuch, trotzdem verfolgt ihn der lange Arm Erdogans bis in die USA. Der türkische Geheimdienst sei in der Stadt, behaupten Gülens Sicherheitsleute. Nachprüfen können wir es nicht. Die Türkei will den 75-Jährigen als Terroristen anklagen. Was, wenn die USA ihn ausliefern? Wenn die USA dazu Ja sagen, dann gehe ich. Macht nichts. Dann verbringe ich den Rest meiner gezählten Tage damit, von denen gepeinigt, mich von meinen Sünden und Fehlern zu befreien und erreiche Gott als reiner Mensch. Dabei galten Gülen und der türkische Präsident Erdogan einst als enge Weggefährten, auch gegen das säkulare Militär. Als Gülen Erdogan jedoch Korruption vorwirft, kommt es 2013 zum Bruch. Und Erdogan geht massiv gegen das Gülen-Netzwerk vor. Solche Leute, die von der Macht vergiftet wurden, und das kennen Psychologen und Psychiater gut, können auch paranoid werden. Das eigentliche Problem liegt für diese Leute darin, dass sie alles beherrschen wollen. Ich glaube sogar, dass deren schreckliche Feindschaft auch daher rührt, dass die Schulen in mehr als 170 Ländern eigentlich dazu hätten dienen können, dass er in der islamischen Welt zum religiösen Oberhaupt wird. Doch weil es sich nicht so entwickelt hat, hat er gesagt, wenn ich diese Schulen nicht beherrsche, sind sie für mich null und nichtig. Das Gülen-Netzwerk ist umstritten. Aussteiger berichten von sektenähnlichen Strukturen und Missionierungsversuchen. Kritiker werfen der Bewegung islamistische Tendenzen und eine Unterwanderung der türkischen Gesellschaft vor. Als Beweis soll dieses Video aus dem Jahre 1999 gelten. Gülen schwört seine Anhänger darauf ein, das System zu unterwandern und die Macht zu ergreifen. Sind Sie ein Wolf im Schafspelz? Das waren immer Vorwürfe der Militärs gegen gläubige Menschen. 90% der Menschen denken das Gegenteil. Wenn solche Vorwürfe erhoben werden, muss man dem entgegenhalten, dass es nicht als Infiltrierung bezeichnet werden kann, wenn ein Mensch in seinem eigenen Land in verschiedenen Bereichen des Lebens aktiv ist. Welche Botschaft haben Sie an Präsident Erdogan? Ich habe keine Botschaft. Gott möge sich seiner erbarmen und ihn vom falschen Pfad abbringen. Nach dem Besuch bei Fethullah Gülen hat man nicht den Eindruck, es mit einem Putschisten oder Terrorpaten zu tun zu haben. Doch der Prediger bleibt undurchsichtig, wie seine gesamte Bewegung auch. Das fängt ja immer gleich an. Am Anfang spricht man mit lauter Gehilfen, mit dem Apparat, und dann tritt man dem entscheidenden Typen gegenüber. Wie kam Ihnen Gülen entgegen? Er wirkte sehr fromm. Er vermittelte den Eindruck eines sehr, sehr spirituellen Mannes. Er hatte eine Riesenaura, die einem auch so ergriffen hat. Aber er wirkte auch gleichzeitig sehr gebrechlich. Im Laufe unserer Begegnung ist er fast zweimal umgefallen. Und ich musste ihn quasi auffangen. Also er wirkt sehr alt und angeschlagen. Wie passt das jetzt zusammen? Auf der einen Seite dieser alte, zerbrechliche Mann. Auf der anderen Seite steht er zweifelsfrei fest, dass er ein großes Imperium kontrolliert und ein Machtfaktor ist in der Türkei. Was macht das jetzt in Ihrem Kopf? Wie bringt man das zusammen? Ich glaube, er ist das Gesicht oder besser die Fassade eines globalen Milliardenimperiums, eines Riesennetzwerkes. Und ob er weiß, wer die Strippen im Hintergrund zieht, das ist die große Frage. Er sagte uns ja im Interview, er kenne nur 1% derer, die in über 170 Ländern für ihn arbeiten. Also die Bewegung ist intransparent und auch Gülen kann daran nichts ändern. War er jetzt im Kreis seiner Berater und was auch immer da so rumschwärmt bei solchen Gelegenheiten, war er die absolute Respektsperson? Ja, absolut. Also wie gesagt, eine Riesenaura und alle haben ihn respektiert, aber er hatte sehr viele Menschen um sich, auch Intellektuelle, das hat man gespürt. Er steht ja für eine Bildungselite und die wussten genau, wie sie ihn auch da inszenieren müssen und haben mir so quasi auch den Takt vorgegeben. Aber er ist natürlich die graue Eminenz, die alle respektieren. Aber nun erfordert es ja eine Menge taktisches und strategisches Geschick, sowas wie einen Riesenputsch in der Türkei zu inszenieren. Kann man das so einem alten Herrn zutrauen oder unterschätzt man ihn vielleicht auch, wenn man ihm das nicht zutraut? Wie gesagt, es ist undurchsichtig. Ich traue es ihm eigentlich nicht zu. Ich hatte nicht das Gefühl, jetzt einem Terrorpaten
oder jemandem gegenüberzustehen, der quasi als kranker Mann von dort aus, mitten aus Amerika, aus Pennsylvania, sowas organisiert. Aber man weiß es nicht. Wie gesagt, er hat gesagt, es gibt viele Institutionen. Er vertraut da eher auf Gott auf diesem Wege, dass die Menschen quasi in seinem Sinne arbeiten. Was die alle anstellen, das kann er nicht überwachen. Das hat er auch zugegeben. Nun haben wir ja berichtet, wie in der Türkei eine Säuberungswelle rollt, die die Medien, den ganzen Staatsapparat, die Justiz und so weiter von jedem befreien, der irgendwas mit Gülen zu tun gehabt haben könnte. Wirkt er wie ein Mann, dessen Lebenswerk zerstört worden ist? Also nein, er ruhte absolut in sich selbst. Er wirkte ganz gefasst und ruhig und sagte eben, Gottes Wille ist unbesiegbar. Aber ich glaube, auch er muss zugeben, dass das Netzwerk eigentlich zerschlagen ist. Und ob er das ganz begriffen hat, diesen Eindruck hatte ich eigentlich nicht. Und auch die Leute dort lebten quasi so ein bisschen auch in ihrer eigenen Welt. Aber das Netzwerk ist quasi zerschlagen. Interessante Reise. Dankeschön, Kamran. Bitte. Sie finden, so ist es, Sie finden im Netz Kamrans komplettes Gespräch mit Gülen, die volle halbe Stunde auf Türkisch und auf Deutsch und Antworten auch auf die meistgestellten Fragen über das Zustandekommen und die Umstände dieser Begegnung. Alles auf heute.de.